Ja, hi und willkommen, mein Name ist Dani Röll P und ich begrüße euch zurück zu Star Wars Jedi Survivor. In der letzten Folge haben wir hier den wie heißt der Mond noch mal? Zerstörter Mond. Okay. Der zerstörte Mond, nicht der ganze Mond, der halb kaputte Mond, der zerstörte Mond. Wir sind hier wegen der Story, weil wir hier, ich meine, da war eine blöder Satz, weil wir machen eigentlich hier gibt es eigentlich nur Story zu erledigen in dem Spiel. Wir wollten, glaube ich, irgendwie so ein Labor wollten wir finden, ne? Wo wir irgendwie so ein paar Informationen über dieses abgelegene System finden, wo wir hin wollen, ne? Und ja, wir wurden ja von, wir sind schon so angeblich die Hälfte hier schon durchgerannt, ne? Und ja, wir gehen jetzt mal weiter, ne? Kerl hat immer noch eine Knarre, ist immer noch obdachlos. Immer passiert ja doch. Ich habe gerade gesehen, wie sich das Ding irgendwie. Ach ja, ich habe das, glaube ich, umgestellt, ne? Ja, jetzt sieht die Macht bei mir grün aus, nämlich. Oh, reicht das? Ich glaube nicht, dass das reicht. Weil die Farben konnte man auch ändern. So, muss ich da irgendwie ihr Momentum. Oh ja, ich glaube schon. Funktioniert so, wie ich mir dachte. So, wird ja wohl reichen, ne? Hui. Oh, ja, cool. Alles klar, cool. Letzte Part war ein bisschen frustrierend, weil ich irgendwie, ich bin in Machtriss reingegangen, den ich nicht geschafft habe. Weiß nicht. Ist allgemein irgendwie sehr anstrengend hier auf diesem Planeten, habe ich so ein Gefühl. Also ja. Ich finde den nicht einfach, ne? Also hier sind ein paar frustrierende Momente letztes Mal passiert. Aber hey, den Boss, den wir ja bekämpft haben, so eine Magna-Wache, die haben wir mit einem Schlag erledigt. Mit einem Versuch. Ich drücke nach links, der geht nach rechts. Was? Also ja, es gab gute und schlechte Momente, ne? Es gab gute Zeiten und es gab schlechte Zeiten. Boah, habt ihr gesehen, wie ich das durchgeschnitten habe? Einfach nur so dusch. Ich denke mal, das ist mehr so eine Art Fechterstil, ne? So. Tut er mit seiner Pistole? Er tut so einmal mit seiner Pistole zu schlagen. Was? Okay. Keine Ahnung, gucken wir mal, wie es hier weitergeht, ne? Komm zu mir. Und nun. Oh. Nein. Die armen Droiden. Sie waren jahrhundertelang ungestört, bis die Raider kamen. Und ich. Ich habe einen aus Versehen letztens erledigt. Wollte ich gar nicht. Ich habe einen Machtschub gegen so einen anderen Typen gemacht. Laut Inventarliste. Der ist ins Kreuzfeuer geraten, leider. So. Oh Gott, wenn da jetzt nicht ein Boss auf mich wartet, ne? Dann weiß ich auch nicht. Okay, hier ist eine Werkbank. Muss das? Das wird Cordova interessieren. Gerät halten. Wo ist was zum? Wer ist er denn? Boah, ich fühle mich gerade wie Dio irgendwie. Ich habe so ein paar Messer während des Zeitstopps irgendwie aktiviert und dann irgendwie während des Zeitstopps bin geschossen. So, wer seid ihr, Leute, alle? Oh, schießt auf mich. Wie habe ich den gerade nicht getroffen, bitte schön? Wer hat gesehen?
Ich sehe dich. Was? Also. Okay, der sieht mir jetzt aber nicht so unglaublich schwierig aus. Der macht natürlich wieder voll viel Schaden. Hab ich mal. Ja, das ist echt Pech gehabt, dass ich hier mein Doppelschwert dabei habe, ne? Kylo Ren Lichtschwert. Kann ich halt einstecken? Oh mein Gott. War meine Theorie richtig? Spezialanfertigung. Vielleicht können wir sie gebrauchen. Cool. Ja, hatte ich also recht. Sehr cool. Funktioniert es so, wie ich denke, wie es ist. Willst du es ausprobieren? Nette Handwerksarbeit. Parierstangenkampfstil erhalten. Karl kann jetzt im Kampf den Parierstangenkampfstil einsetzen. Der Parierstangenkampfstil ermöglicht langsamere und wuchtigere Angriffe und hat eine hast eine höhere Ausdauer zur Verteidigung. Ich wusste es. Es funktioniert genauso, wie ich mir gedacht hatte sogar. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass ich so... So, dann tauschen wir mal was aus. Sehr cool. Nicht zum Parierstangenkampfstil. So, kann ich jetzt nur damit rumlaufen? Anscheinend ja, ne? Gott. Das Spiel ist heute irgendwie ein bisschen kaputt, habe ich so gedacht. Oh, ich kann mein Dings auch ändern. Nehmen wir mal die hier. Geduld. Damit kann ich definitiv arbeiten. Es funktioniert genauso, wie ich gedacht hätte. Es ist eine längere Klinge, die stärker und langsamer ist. Das habe ich wortwörtlich im letzten Part gesagt, ne? Jetzt bekomme ich das auch noch. Hüllenfertigung. Habe ich gerade keinen einzigen Erfahrungspunkt bekommen, nachdem ich den erledigt habe? Ne, da wollte ich gar nicht. Boni. Habe ich gerade Boni freigeschaltet? Ne. So, ich glaube, das Spiel will, dass ich hier ein bisschen mit rumlaufe mit diesen Dingen. Zeig mal, was du kannst, BD. Ja. Oh Mann. Ich werde gehen. Ich bin der beste Pilot für diese Mission, das wisst ihr. Ja, jetzt krieg ich Erfolg. Ja, das ist wie damals hier, ne? Was ich immer wieder aktivieren kann, ne? Ich werde gehen. Ich bin der beste Pilot für diese Mission, das wisst ihr. Okay. Ich bin ziemlich sicher, die gibt mir Zeit, das einzusetzen, ne? Läuft irgendwie wie so ein Ritter oder wie so ein Samurai. Dropkick. Habt ihr gesehen, wie weit er weggeflogen ist? Alter. Aber der gefällt mir. Er ist ein sehr wuchtiger. Boah, dieses Timing, ne? Boah, guck mal, wie er das Schwert hier wirft. Doof.
Oh nein. Das heilt wieder. Jetzt fühle ich mich echt, als würde ich Dark Souls spielen, ey. Boah, jedes Mal, ne? Kommt immer dadurch, ey. So, ah, jetzt kann ich hier wechseln, ne? Ja, das Spiel wollte jetzt sehr kurz, wie ich hier mit ein bisschen rum. Ja, nehmen wir die beiden. Da ist jetzt, als würde man irgendwie Dark Souls spielen, weil in Dark Souls da greifen die Charaktere auch so langsam an. Ups, Tasche Tekken. Also ja, das ist cool. Da gefällt mir. Ich kann mir vorstellen, wie ich damit hier relativ oft rumlaufe. Das erinnert mich irgendwie so ans an Jedi Knight. Star Wars Jedi Knight, weil da hat es ja auch irgendwie. Du hast ja auch so verschiedene Kampfstile. Also nicht Kampfstile, aber. Du kannst so wechseln zwischen leichten Angriffen, mittleren Angriffen und schweren Angriffen, ne? Und das erinnert mich gerade so ein bisschen daran, ne? Du hast jetzt ein Lichtschwert, ne? Und sind wir schon fertig? Was immer er benutzt hat, um den Abyss zu durchqueren, finden wir möglicherweise dort. Wir sind schon fertig anscheinend. Wie habe ich ja bitte schon nur 58? Ich sehe, das sieht aus, als hätte ich ja schon alles erkundet, ne? Ja, hier kannst du noch rein, aber oder hier. Ich sehe aber irgendwie gerade nichts Grünes mehr. Und ich glaube, wir haben hier alles erledigt dann. Fürs Erste. Hey, guck mal, was für ein neues Spielzeug ich gefunden habe. Hast du bei unserer Ankunft den Krater gesehen? Naja, Krater ist noch vorsichtig. Ich bin schon fertig, Herr Kollege. Der genießt gerade erstmal die Aussicht, so, oh, ist das hier alles so schön, ne? Bin schon fertig mit allem. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Müssen wir jetzt nach Kobo direkt wieder? Oder nicht? Wir waren nach Kobo, ne? Und als nächstes geht's nach. Ich nehme an Kobo, ne? Habe ich ja schon eigentlich irgendwie Sachen freigeschaltet, sind neue, den ich irgendwie in der Welt interagieren kann. Weil sonst können wir in Kobo wahrscheinlich auch nicht mehr viel machen, ne? Die Getränke gehen auf mich. Wobei, streichen wir das. Hast du dir die andere Technik angesehen? Die Karte, ich kann nicht meditieren. Wie soll ich denn so meinen Kopf frei machen? Mit den ganzen Kriegsverbrechen, die ich gemacht habe. Du wirkst ziemlich gefasst, Grease. Aber cool, dass wir jetzt schon den letzten Kampfstil auch noch bekommen haben. Ich dachte, er würde jetzt noch ein bisschen dauern. Wirklich? Wenn ich mir überlege, doch nicht. Oh, das ist cool gemacht. Wir können Kobo von hier aus sehen, weil das hier auf dem Mond von Kobo ist. Also ja, ist klar, müssen wir jetzt nicht irgendwie durch den Hyperraum gehen, ne? Weil Kobo ist jetzt direkt hier. Da sind sie, das ist klug gemacht. Macht Sinn. Ich merke, man kann gar nicht mehr die Mentes anpassen. Das Design von der. So, hast du irgendwas Neues zu sagen? Hast du irgendwas über die Siedlungen aus der Zeit der Hohen Republik auf Kobo? Als ich ankam, habe ich mich selbst ein wenig umgesehen. Ich ging in ein Gebäude, dann hörte ich unheimliche Stimmen und bin ganz schnell wieder raus. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich Stimmen höre, Grease. Schlaumeier. So neben die Stimmen, die ich die ganze Zeit höre, ne, im Krieg und so, ne. Ich bin Kriegsveteran, habe ich das schon erwähnt. Boom. So, und ich bin total für. Ich nenne den Kampfstil einfach Großschwertkampfstil. Habe mich da an so eine Ritterklinge erinnert, was auch wahrscheinlich der Sinn ist, ne. So, ein Schwert. Oh, da habe ich schon mal irgendwas reingepackt. Ja, irgendwann müsste ich mich mal auf so einen Kampf hier fertig legen, ne? Einzelne stark mit hohen Schaden auszufinden, für den aber lange ausgeholt werden muss. Ja, noch langsamer angreifen. Aufprall. Größerer Aufprall. Hm.
What? Magnet, wie wird's hier? Paraschub. Verwirrung. Verhängt die Zeit Gegner andere gegen Alf, wenn sie verwirrt sind. Also was? Ja, mach mal das. Weil das hat mir doch letztens gefallen. Ah, guck mal. Ja, irgendwann müsste ich mich dann wahrscheinlich hier auf ein Kampfthema auslegen, ne? Aber es sieht jetzt eigentlich nur so aus, als würde man irgendwie so neue Fähigkeiten und so lernen, ne? Und diese ganzen abstrakten Angriffe, die benutze ich eigentlich gar nicht. Ich tue eigentlich nur normal angreifen. Hin und wieder tue ich mal meine Dreiecksachen einsetzen, ne? Mit der Pistole. Wenn ich vom Gegner umzingelt werde, tue ich hier mein Doppellichtschwert durch die Gegend werfen. Aber so jetzt irgendwie damit so. Laut Meister Cordovas Nachforschungen gibt es im Osten des Tals eine verlassene Siedlung. Sehen wir sie uns mal an. Na, lass das mal machen. Hier, mal gucken, ob ich das auf den ersten Blick schaffe. Hier ist auch noch irgendwie was. Ich kann schwören, da war ich schon mal. Was ist das hier? Ach, das ist der Boss, genau. Ja, nee. Lass mal das erstmal. Wir müssen hier in zum Flossbettwache. Ja, hier hätte ich eigentlich von da drin irgendwie. Gibt es hier neue Gerüchte? Ich konnte erstmal meine ganzen Sachen hier so eintauschen, die ich gesammelt habe, ne? Hier, meine Punkte, ja. Was auch immer hier sind. Boom. Ja, ich bin ja schon so ein Fan von so großen, wuchtigen Schwertern, ne? Ich war schon immer ein Fan von so Zweihandwaffen, ne? Deswegen, ich glaube, der Kampfstil wird mir gefallen, auch wenn der irgendwie so nach seinem sehr hohen High-Risk, High-Reward Kampfstil ist, ne? Oh, ich habe gar nicht so viele Dinge. Er klingt so wie nach High-Risk, High-Reward irgendwie, ne? Sowas findest du sonst nirgendwo. Was das hier? Ja, und außen. Alle Verkäufe sind endgültig. Sehen wir mal die Knarren von Kalkis ist. So, jetzt kann jetzt natürlich wieder ein bisschen dauern, bis ich hier mal finde, was ist das hier? Was ist dieser Haken? Ja. Das ist die Kantine. So, was ist hier? Och. Hier ist auch irgendwie noch was. Es hat grün, da ist rot. Okay, dann können wir da nicht rein. Aus dem Weg. Also ja, da. Also mal gucken, ne? Ob mir das gefällt, ne? Langsamer Angriffe, aber mehr Schaden. Guck mal, wie das so funktioniert, ne? Ja, natürlich bist du schon hier. So. Was wollte ich jetzt hier machen? Einfach so allgemein. Da oben konnte ich irgendwie was eintauschen, ne? Dieses Holo-Ding konnte ich auch noch irgendwie machen, ne? Dieses Holo-Spiel. Das wünschte ich auch. Sieh dir diesen Saloon an. Monk hat richtig viel Arbeit reingesteckt. Und ich habe geholfen, indem ich mich nicht eingemischt habe. Wusstest du, dass es auf dem Dach einen Garten gibt? Ja. Habe ich schon gesehen. Weißt du, was ich an Pflanzen mag? Wenn ich mit ihnen rede, können sie nicht einfach weggehen. Alles klar. Oh ja, Fische. Oh, die werden schon automatisch hier reingepackt. Oh, schön. Du als irgendwie was. Oh, ich kann Bonus-Slots. Ja, ne. Stimmt, sie hat gute Sachen.
Ja, Machtfähigkeit, den Schaden der nächsten Lichtschwertangriffe. Jetzt Schaden, nachdem das Lichtschwertkampfziel gewechselt wurde. Erinnerungs für noch eine geringe Menge der Superanzeige auf. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Machtanzeige, ja, okay. Ach. Also was bräuchte ich für heilen? Mach mal einen Bonus-Slot, ne? Ich habe so ein Gefühl, das ist das Wichtigste gerade, ne? Alles, was mich so ein bisschen stärker macht, auf Anhieb sofort reinpumpen. So, was ist hier los? Bereit für ein Spielchen? Ja. Neue Einheiten freigeschaltet. So, dafür kriege ich aber jetzt auch nicht so dolle Sachen, ne? Und ist die Belohnung hier für ich sehe ja nicht. Machen wir mal Grease hier. Du glaubst also, du kannst es mit dem alten Grease aufnehmen? Ja, haha. So, was haben wir denn hier alles? Hab hier so eine Magnerwache jetzt hier. Wo steht wie aller 16? Oder kostet doch 10, was? Ach so, so viele sind noch übrig, okay. Ah, gucken wir mal. Anfangen. Das nenne ich einen Holo-Kill. Hala. Es sieht gut aus für Kerl. Oh, er hatte nie eine Chance. Gut gemacht. Deine Strategie hat sich als überlegen erwiesen. So. 19. Dann mal hier den mit, ne? Dann zwei Flammentruppler. Das geht immer drauf, immer drauf. Na. Oh nein. Na. Ich glaube, meine Strategie letztes Mal war irgendwie besser. So viele Fernangriffe, ne? Ich glaube, den schaffst du auch noch. Nein, pass auf die Mine. Mach's gut, leb wohl. Einige kluge Techniken von Kerl bringen ihn in die nächste Runde. So, neue Strategie. Oh, jetzt habe ich voll wenig Punkte. Also, mach mal Quantität. Ob das funktioniert. Einfach draufballern. Diese Einheit ist erledigt. Ja, guck mal, das ist viel einfacher. Das nenne ich einen Holo-Kill. Das ist auch viel einfacher. Beeindruckender Sieg für Karl Kessel. Okay, reg dich ab. Pilot. Ja, damit ich noch mehr gewinne. Okay. Okay. Hoffentlich kommst du bald wieder und trittst gegen die anderen. So, ich habe gerade ein Dings bekommen. Neu. Trainingsshirt. Nein. Wo ist der Pilot? Wo ist der Pilot? Boom. Oder habe ich Farben für? So, dann schauen wir uns mal meinen Garten kurz an, was sich da getan hat. Und dann können wir weiter in der Story machen. Da ist denn hier los? Das ist schon ein guter Anfang, Kumpel. Sagen wir nicht, ich muss sie alle hier einzeln alle einsammeln. Was ich überhaupt sammeln kann. Ausgewachsen. Jeden habe ich den jetzt bekommen, ich weiß es nicht. Hier willst du ein paar Samen pflanzen? Okay,
Ich weiß jetzt nicht, was der Sinn hiervon ist. Einfach nur so Ästhetik oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Kann man ja machen, ne? So. So, BD, du bist gerade voll im Weg. Pff. Ich sehe nur diesen Schatten von denen. So, wir müssen zum Flussbettwache. Erstmal muss ich ein Dings finden. Meditationspunkt. Ist hier irgendwas? Nee. Ich weiß hier unter der Bar ist nur einer. Ja, gehen wir mal da rein, ne? Ich glaube, ich nicht so lange dauern. War nicht hier irgendwie was? Irgendwas war doch hier, ne? Irgendwas war doch hier und ich kam da nicht dran, ne? Ich habe eine Truhe irgendwo gesehen. Ja, genau, hier. Komm ich hier ran? Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Soll bestimmt hier irgendwie hochgehen, ne? Pass auf. Na, guck mal. Na los. Da, oh, was zum? Ich dachte, ich hatte es. Meins. Ich dachte, ich hätte es gerade. Wer ist er hier? Niemand. Okay. Aber warte mal, du. Mit dir habe ich letztens nicht gesprochen, als ich dich gesehen habe. Entschuldige die raue Begrüßung, mein Junge. Ich bin immer angespannt, wenn ich den Finger. Ja, ich war so angepieselt von deiner Begrüßung, dass ich direkt zum nächsten Planeten gegangen bin. Also so fängt er die Fische. Er taucht da runter. Ah, hast du diese Schönheit gesehen? Zwei dicke Flossen. Erstklassige Drüsen. Ich gehe mal. Eine köstliche, von Adern durchzogene Zunge. Okay, ganz ruhig, Kollege. Auf leeren Magen, Scuba? Nein. Ich darf den Gelüsten des Magens nicht. BD, alles okay. Ich sollte mich davon ablenken. BD ist gerade runtergefallen. Scuba, ist er nicht. Ja. Ja. BD. So, was? Ja, das ist doch, was ich gerade gefunden habe. Na gut, so, Story, mein Gott. Gehen wir da zum Meditationspunkt. Du gehörst mir. Kann ich von hier aus schießen? Kann ich. Ja, jetzt kann man eigentlich den Weg auch schon zu Fuß gehen. So. So. Ja, hier sind wir richtig. Dann gehen wir zum Weg. Willst du denn? Nein, ich wollte da hoch. Wenn schon, dann irgendwie als Checkpoint hier aktivieren, ne? So, wo muss ich ja hin? Da. Oh, da musste man irgendwie fliegen, glaube ich, ne? Man, die machen so Geräusche wie diese Viecher aus Spore. Dürften nicht mehr weit weg sein. Ich sehe aber nichts, was wie eine Siedlung aussieht. So kommen wir da durch. Los geht's.
Scheiße, schon wieder. Vielleicht muss ich irgendwo anders hinfliegen. Guck mal, da ist zum Beispiel auch was. So. Meditationspunkt war ja schon vorher da. Ja. Lavaspalte. Mr. Lava, Lava. Mr. Lava. Oh ja. Ja, lass uns diesmal Abstand halten. Ah, jetzt kann ich da vorbei. Genau, der Gockel, der hat mir letztens den Weg blockiert. Aber jetzt ist er weggegangen, weil warum auch nicht, ne? Jetzt können wir durch. Cool. Okay, boah, ich war schon mit dem Finger auf den Abzug mit meiner Knarre. Oh Mann. Oh Gott, das sieht jetzt. Oh, kann ich das hier benutzen, um Dings zu bekommen? Ja. Sag mir das Spiel aber auch nicht. Ah, was? Wer ist er denn? Darf nicht mehr fliegen? Boah. Ah, Leute, ne? Kopfgeldjäger. Ach man. Brot hat uns gefunden. Na cool. Aber ja, ich hab die Knarre ausgerüstet. Oh nee, mach nicht so einen Mist. Ey. Mach jetzt nicht so einen Mist, ey. Der schießt zweimal und dann kommt er mit so einem roten Schuss. Ja, kann ich aber den Kampfdruiden schon nicht leiden. Ah, oh, jetzt muss ich jetzt mal durch diese blöde Dings hier durchfliegen, ey. Boah. Oh. Alles klar, gut. Ist ja überhaupt nicht nervig. Oh Gott. Jedes Mal jetzt hier durchfliegen. Das, oh. Oh, das ist so unfair. Oh mein Gott. Jetzt wenn ich weiß, dass du... Das gibt's nicht. Immer gleich Probleme. Na, dann steht jemand auf dich. Schmeiß ich da runter. Ich weiß, geht wahrscheinlich nicht, ne? Wo ist er? So, das war zeitlich sehr gut. Okay. Der war sehr viel einfacher. Hey. Das war toll. Ich bin Cage Vander. Dieser Schlammwühler hat am Außenposten deine Spur aufgenommen. Kerl, du hast uns wohl beobachtet. Das haben wir doch alle, Kerl. Nicht jeder Neuankömmling stellt sich vor, indem er einen von Ravens bösen Jungs den Gar ausmacht. Ganz nebenbei, echt stark. Ich liebe große Auftritte. Danke. Und was willst du? Na, was ich will, Kerl, ist dich zu belohnen für jeden von denen, den du erledigt hast. Warum? Bist nicht der Einzige, der nach Kobo gekommen ist, um Frieden und Ruhe zu finden. Nimm dir den Kopfgeldjägern ab. Und ich gebe dir dafür etwas Hübsches. Jetzt gebe ich ihr das. Gehörte also zur Aktienbrot. Es werden noch mehr unterwegs sein. Du hast es erfasst. Du kannst dich echt glücklich schätzen, dass meine Augen und Ohren überall sind. Du hast Ohren?
komm zum Saloon. Dann helfe ich dir, den Jägern zuvor zu kommen. Das sind doch wie diese. Das im ersten Teil auch, ne? Dann wurde irgendwie von so random Kopfgeldjägern angegriffen, ne? Ich nehme an, so was ist das hier, ne? Alle haben ein Jetpack, nur ich nicht. Kerl. Kopfgeldjäger können Kopfgeldjäger freischalten. Kopfgeldjäger können jetzt über den Reisebildschirm verfolgt werden, um darauf zuzugreifen. Legendäre Kopfgeldjäger. Bringe alle einfachen Ziel zu Strecke, dann weiß ich jetzt für dich, gegen die Besten der Besten zu treten. Am Ende kommt da so Boba Fett. So ganz oben. Wir müssen immer noch Dagens Zuflucht finden. Kann ich den scannen? Kann ich dich als Dings benutzen? Als Figur? Heuer! Ihr war also nicht danach, mir da gerade zu helfen? Ohne Bezahlung? Ich glaube nicht. Er klang aber richtig eifersüchtig gerade so. Jeder hat ein Jetpack, nur ich nicht. Okay. Der war jetzt eigentlich nicht so schwierig, ne? Also, ich habe mich natürlich wieder so angestellt wie. Ich denke, ich. Da! Ich hab's gespürt! Genauso, sehr gut, Padawan. Warte mal, soll ich jetzt nur hier hinkommen, um. Ich komme ja gar nicht weiter. Doch, das ist grün. Irgendwo ist hier ein Ball. Bauen Bällchen. Hast du einen Ball? Ich brauche einen Ball. Kann ich dich da reinpacken? Ja. Du musst immer erst so was finden, ne? Oh ne. Kann ich vielleicht nicht gegen euch kämpfen. Also muss ich wieder durch den halben Dings hier durchbrettern. Der Typ, der war jetzt auch nicht so, eigentlich war der doch nicht so schwierig, aber. Nein, ich wollte. Oh Leute. Ja, jetzt ein sehr dickes Lichtschwert. Aber ich kann auch Drop kicken. Oh, ich liebe, wie viel Wucht hinter diesen Angriff ist. Ey. Ich hab bestimmt das kaputt machen, ne? Nee. So. Guck mal da hinten. War irgendwie so eine Anspielung, dass ich irgendwann so ein Jetpack bekomme. Ich glaube ja, ne? Oder irgendwie so Stiefel, so wie sie hat, ne? Boah, jedes sie fliegen können, ne? Boah. Warum kommt eigentlich nie jemand auf die Idee, ne? Gibt es irgendwie so ein Jet, so ein Jedi oder so ein Sith, die mit einem Jetpack rumgelaufen sind? Tun sie jetzt fliegen? Sie fliegen jetzt. So. Okay, ich konnte meditieren. Ich fühle mich schon sehr viel sicherer gerade, wenn ich ehrlich bin. Was? So. Ja, man kann irgendwie da durch, ne? Anscheinend, wenn ich da gerade gesehen habe, das war grün. Also müssen wir ja da durchkommen, ne? Ja, hier ist auch so ein Teil. Wir sind nicht die Einzigen, die hier etwas suchen. Denkst du, es ist Dagon? Das ist dieser böse Typ, ne? Dann ist auch die Energiequelle nicht weit. Oh, ich dachte, ich muss. Okay, was muss ich hier mitmachen?
Was muss ich hiermit machen? Da muss da so ein Ball rein, oder? Ne, da ist rot. Dann weiß ich auch nicht. Werde ich schon irgendwann lernen, ne? So. Du bringst mich, glaube ich, da hinten hin, ne? Da kann ich hoch, glaube ich. Oder? Ja, da ist so ein Ding, sehe ich gerade. Ich habe eingesammelt. Ich nehme an, ich muss das überleben, ne? Mal eins sammeln. Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Na gut, dann bring mich zu Ruhm und Ehre. Im Land da hinten. Ich glaube nicht, dass ich dahin schaffe ich das? Oh, das ist sehr weit entfernt. Nein. Kommt vielleicht auch schaffen, oder? Oder ist er nur da, um mich dahin zu bringen? Ich gehe direkt nach rechts. Vielleicht ein bisschen schneller abspringen. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Bonk! Tu, was du tun musst, Kumpel. Okay, Harmonie. Okay, komme ich da ein? Ja. Wenn ich die Strömung hier hochgehe. Boom. Cool. So, war da oben noch irgendwas? Ich glaube, da oben war nichts mehr, ne? Ich mal gucken. Ich guck noch mal. Ich gehe noch mal da hoch, ne? Habt ja nichts dagegen, ne? Doch, da war eine Höhle. Ha. Gut oder böse? Gut, böse, böse, böse. Wie bist du diesen Eingang gefahren ausgewichen? Ist das Centauri Cree? Habe ich noch nie. Was hast du da gefunden, Kumpel? Hybrid. Ich vergesse immer, dass ich auf grün hier umgestellt habe, ne? So, was will er von mir? Hier werdet ihr lernen, Kobo-Materie zu beherrschen, um euch so auf den Weg durch den Abyss vorzubereiten. Aber im Erfolg werdet ihr auch eine noch stärkere Verbindung zur Macht finden. Ja, ich verstehe, Meister. Hätte ich schon gerne. Darf ich jetzt gehen? Musst du irgendwo hin? Na gut, aber komm danach wieder. Danke, natürlich. Lasst euch von eurer Verbindung zur Macht zu unserem gemeinsamen Ziel führen. Tanelor. Centauri Cree hat Jedi auf die Reise durch den Abyss vorbereitet. Das geht, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube, das Ding muss kaputt gehen. Ich nehme an, ich muss das damit kaputt machen. Nur wie? Oh. Oh, warte mal. Da könnte ich natürlich auch machen, ne? Nein, BD, ich schaff das schon. Ich bin sehr intelligenter
Typ. Verdammt. Ah, komm schon, Mann. Wird das sowas von hier mit machbar sein, oder? Warum tust du denn da irgendwie so eine bisschen nach vorne, nicht nach bisschen nach vorne und nicht nach irgendwie höher? So, ja, das ist schon wieder zu nah, ist klar. Boah. Ist da was im Weg? Oh, ich kann halt noch schubsen danach. Ich glaube nicht, dass das so da durchkommt. Ich sehe gerade, das ist eine Glaswand. Boah. Aha. Also ich muss hier irgendwie was machen. Ich muss halt irgendwie auf die Seite da hinpacken. Warum geht denn das jetzt? Hat er doch gerade gemacht, Mann. Ich habe doch gerade gemacht, na, das hat nicht funktioniert. Boah. Nein, nicht du, wo bist du? Boah. Bestimmt töten können oder so, ne? Pass auf. Alter, du sollst da rein. So. Na, was habe ich jetzt gemacht? Ja. Und was hat jetzt gemacht? So, und hier liegt noch was. Wie komme ich da hin? So, ich sehe jetzt nicht, was das gemacht hat. Aber okay. Irgendwann wird das schon gemacht haben, ne? So, da kann ich auch hin, sehe ich gerade. Ne, kann ich nicht. Okay. Wenn ich wüsste, was das Ding jetzt hier gemacht hat. Was macht das Ding? Ich sehe nicht, was das Ding ja gerade macht. Auf der anderen Seite auch so ein Teil. Nee, ne? Kollege. Hier sind so Ranken noch. Weiß nicht, ob ich mit denen interagieren kann. Na gut, keine Ahnung.
Jetzt. Hat die Dinger kaputt gemacht? Nö. Okay, keine Ahnung. Gehen wir weiter. Ich sehe sowieso nichts hier Grünes, also hier ist nicht so, das ist hier irgendwie was. Dann machen wir es mal weiter, ne? Mir ist ein unklar, was ich hier machen muss, wenn ich ganz ehrlich bin. Von das abgesagt. Ich habe im letzten Moment gesehen. Oh mein Gott, warte. Ey, also, Alter. Cool. Okay. Ganz ruhig, Leute. Ich bin nur hier auf Durchreise gerade. Nein. Wo bitte sagen, ich gebe meine Erfahrungspunkte. Oh Gott sei Dank. So, wo ist das andere Viech? So, hier sind noch mehr von diesen Dingern. Thermale Schlote mit Kobo-Materie bedeckt. Ob man sie irgendwie entfernen kann? Kobo-Materie? So, ich bin froh, dass ich hier nicht die ganze Zeit mit dem Viech jetzt hier wieder rumfliegen muss. So, irgendwie kann man das entfernen anscheinend. Irgendwie kann man das entfernen anscheinend. Weil das ist jetzt grün. Aber wie? Oh, warte, ich habe eine. Ich habe eine Vermutung. Ich muss bestimmt das eine Ding da drauf richten, ne? Ja, Moment mal, kann ich diesen Ball hier nach draußen bringen? Weil ich muss den da ja reinpacken, ne? Wahrscheinlich, ne? Muss ich den hier draußen reinbringen? Ist es das, was ich machen muss? Okay. So, Mama. Ich habe so das Gefühl, das ist das, was ich machen muss, ne? Darum ist was, glaube ich. Nein, nicht du. Du. Oh, was zum... Oh. Oh, was zum... Ich hab dich gerade getroffen. Boah. Ich hab den so ein paar Mal getroffen, während der da drin war. So, wo ist das Ding jetzt? Ich habe ja aus den Augen verloren. Fährt da rein, ne? Ja. Okay. Meine Güte. Okay. Oh, schon mal eine
So, das Ding kann ich doch nicht kaputt machen, da kann ich gar nicht erreichen. Da, boom. Aha. Kannst du mit dem Aufwind kommen wir rüber? Noch irgendwas? Nee. Mich gerade wie in Spyro, wo man irgendwie so einen Laser ja benutzen musste. Da kannst du irgendwie in so einen Eisturm reingehen und dann konntest du irgendwie Leute irgendwie so einen Eisstrahl kaputt haben. So, da muss ja auch irgendwo da ein Bällchen sein, oder? Da kriege ich aber nie im Leben dahin hin. So, ich will die Folge sowieso beenden, von daher. Irgendwie kann ich da ja gerade zurück. Nee, geht gar nicht. Ich dachte, ich komme da ganz zurück. Komme ich irgendwie wieder ja ganz zurück? Hier oben, ne? Ja. Boah, mich die ganze Zeit hier hochklettern. So, ich will den Part sowieso beenden. In den nächsten Minuten, deswegen muss ich nur so ein bisschen hier gucken. Hoppala. Ich muss mal das Auto kaputt kriegen dann, ne? Ja, kann ich nicht steuern. Ja, komm ich mal hier aus zurück. Hier war ein Vogel, ne? Ja. Lass mich nur einfach mal hier gucken kurz. Nein, da sind Gegner. Lass mal, muss nicht. So, hier war ein Böllchen. Aber wo finde ich Ball? Ich werde ja wohl nicht irgendwie das Ding hier bis dahin hinschleppen müssen, ne? Ich brauche ein Stim. Fühl mich schon besser. Na, ich dachte, ich würde hier beide treffen. Ja, alles nur nicht ihn, bitte. Geh doch mal weg, ey. Wie die einfach in ihren Angriffen sind und dann. Oh mein Gott. Der hat schon wieder abgeblockt. Der war im Angriff drin, ne? Hilf mir, BD. Ey, willst du mich auf den. Okay, so jetzt natürlich auch. Ein bisschen Hilfe, Kumpel. Schwör, aber die Gegner haben irgendwie mehr irgendwie so Unverwundbarkeitsdinger. Als ich. Guck mal hier. Musste jetzt noch irgendwas. Guck mal hier. Was ich hier finde. Warum funktioniert dieser Schrott nicht? Vielleicht sollte ich das blöde Ding einfach zerlegen. Soll ich Schaden? Nee. So, jetzt habe ich das gefunden, aber hier geht's auch nicht. Wie komme ich da hin? Wie soll ich denn das bitte schon kaputt machen? Da gibt mir ja einige Rätsel, die ich auch gar nicht erledigen kann, sehe ich gerade. Kann ich da hochklettern? Ich glaube nicht. Na gut, da ist auch noch einer übrig. Ja, ich glaube, der Kampf ist ein bisschen zu langsam, ne?
meine, der normale Kampfstil finde ich hier schon zu langsam, ne? Ich schaue immer zum Angriff raus und die Gegner, die sind immer so ein ganz kleines bisschen schneller. Sehr ungemütlich. Sieh mal, den Ball von da oben, den muss ich hier reinpacken, ne? Und das Spiel sagt mir so, ja, du kannst schon hier hin. Und das verwehrt mich. Na gut. Dann gehen wir zu den einen Speicherpunkt. Wir wissen ja, wo es weitergeht, ne? Und dann. Oh ja! Und dann gucken wir mal, ne? Boah, ich habe 0 Stems. Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Ich weiß nicht, ob ich den verbrauchen will. Ich habe einen Boni, merke ich gerade. Habe ich mir auch gekauft gerade. Kann ich damit irgendwas machen? Bloganzeige wird erhöht. Und nach hier. Ich glaube, das wäre nicht schlecht, ne? Nehmen wir das mal. Wir bleiben bei den Sachen. Nein, nicht schnellerweise. Nein, 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 da. So, was haben wir denn hier noch Schönes, was wir lernen können? Parierstange hört sich so komisch an. Warum nicht Großschwert? Das hier habe ich gelernt, ne? Nehmen wir das hier einfach. Da nicht, dass ich das benutzen werde, aber ich will mal sehen, was die ganzen anderen Sachen sind. Wo? Wir gehen vor unseren zusätzlichen Schaden. Zwei und drücke R1, während du einen Magnet gezogen geht nachher, um ihn so zwingend seine Waffe abzufeuern. Weit. So, ich glaube, so langsam sollte ich mich irgendwie so auf so Waffen hier fokussieren, ne? Weil sind halt alles nur Angriffe und wie gesagt, ich tue halt nur normale Angriffe einsetzen. Von daher, das ist ein Gegner mit einem gesprungenen Vorstoß zu überwinden, ne? So vier gedrückt halten, mache ich gar nicht. Ich meine, im Moment habe ich auch nichts, aber ja. Blaster Abklingzeit, das wäre vielleicht verbessertes Magazin, das wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Größer Aufprall, stark spaltender Schlag. Ich kann mir die Sachen ja schon mal angucken, ne? Weil man verkürzt die Aufladezeit von Fokusangriffen, das wäre doch nicht schlecht. Spaltender Fähiger. Wow. Rollender Donner. Oh, nice. Hier sind noch so viele Sachen übrig, ne? Ja, ich würde sagen, nächstes Mal tue ich mich so ein bisschen auf Waffen konzentrieren dann, ne? Okay. Aber fürs Erste reicht das für heute, ne? In der nächsten Folge geht es dann weiter hier auf Kobo, wo wir dann weiter erkunden. Gucken wir mal, wer da gelandet ist, ne? Mit seinem Raumschiff oder mit ihrem Raumschiff, keine Ahnung. Kopfgeräte haben auch freigeschaltet, sollte vielleicht auch mal gucken, ne? Aber weiß ich nicht. Wie sehen die aus? So. Ich werde hier schon über einen Weg laufen, irgendwie, ne? Na gut, aber ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.